Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Part Fire Emblem Heroes. Im letzten Part haben wir Buch 2 abgeschlossen. Es ist auch mittlerweile kein neuer Content dazugekommen. Deswegen beginnen wir mit den Nebenquests. 18 Stück sind's. Einige davon sind eine Hintergrundgeschichte, so Story, zum Beispiel andere Welten 1. Und man sieht auch, die Level sind alle hier recht niedrig. Ja. Komm, beginnen wir mal mit dem. Weil an sich würde ich für die zwei maximal drei Parts brauchen wollen. Mit welchen meiner kostbaren Helden spiele ich als nächstes? Ah, Ephraim und Erika. Ein Herz und eine Seele, wie schön. Ihr denkt wohl, eure Familienbande lassen euch alles überleben. Mal sehen, ob das wirklich zutrifft. Wie ihr wisst, seid ihr mir durch den Vertrag ausgeliefert, also wir weigern uns, egal was es ist. Wie niedlich, mein kleines Spielzeug wird wütend. Dabei weißt du genau, dass du mir gehorchen musst. Wenn du dich meinem Befehl weigerst, zwinge ich dich, Erika zu töten. Aber wenn du gehorchst, wie ein braver Spielzeugsoldat, lasse ich dich und deine Schwester frei. So gut wie wollt ihr unsere Familienbande auf die Probe stellen? Liebe ist vergänglich. Beweist mir das Gegenteil. Zeigt mir, dass eure Liebe unzerstörbar ist. Dann lasse ich euch beide von dem Vertrag. Nichts leichter als das. Bruder, was ist denn vor? Für euch beide ist das doch sicher kein Problem, was meine anderen Spielzeuge hier betrifft. Anscheinend will uns jemand unterbrechen. Kümmert euch gefälligst darum. Okay, Crom, Lucida, Leo, Elise, Erika und Ephraim. Ja, das wird zu geil. Nur wieder richtig krass. Richtig krasser Shit hier. Ja. Mensch, deren Liebe geht nicht wirklich lang. The Crom vs. Crom. Man hat einfach mal fast die Hälfte, fast das Doppelte an KP. Lucina stirbt. Oh, ich mag Lucina, ne? Das sind beiden Charakter aus Fire Emblem Awakening. Für den 3DS. Da kommen Leo und Elise, die werden jetzt auch nicht viel machen. Ja. Selbst Tarja behauptet das. Okay, die meiste Zeit in den Zeitquests werden auf jeden Fall die Dialoge und die Ladezeiten. Aber ja. So ein großes Problem wird es hoffentlich nicht sein. Warum kriege ich nie, was ich will? Zieht euch alle zurück und flieht durch das Tor. Ihr müsst nicht bis zum bitteren Ende für mich kämpfen, dann wäre ich schließlich wieder allein. Ich kümmere das alles nicht, Schwestern und Brüder, Familien, das ist doch alles. Hallo Veronika. Oh, willkommen zurück, wohin bist du so plötzlich verschwunden? Ich suche etwas und ich fürchte, ich werde bald wieder verschwinden. Oh, wie langweilig. Wie wäre es mit einer Teeparty, solange du noch hier bist? Ich habe gerade eine frische Kanne gemacht. Hey, da sage ich nicht nein, aber nur eine Tasse. Hier bitte, Navi ist der. Zu heiß, zu schwach? Er ist perfekt, danke Veronika. Ich würde dich gern fragen, ob du dich irgendwie seltsam gefühlt, als ob du von jemand anderem kontrolliert wirst. Seltsam, was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Gut. Aber jetzt, wo du sagst, manchmal höre ich eine Stimme. Eine Stimme? Ja, sie befiehlt mir zu töten und dann will ich ihr gehorchen. Nun, willst du doch noch eine Tasse für eine Tasse bleiben, bitte? Ja, Veronika hat einfach no friends. Nebenbei bin ich gerade ganz pleite, weil ich
Azura gesucht habe, weil hier beim Rufen, da kann man wieder Kageru, Azura oder Corrin bekommen, also Corrin weiblich. Ja, und ich war dabei, nach Azura zu suchen. Folge ich die Story, ich muss in die Nebenquests. So, Nebenquest 1. Familienbande, ja, jetzt werden die zwei wieder. Heiliges Band, jo. Ich weiß noch am Anfang, jetzt weiß ich, da waren nur diese zwei Sachen möglich. Gruppenüberfall und das andere, das gab es noch nicht. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass unser Feinde eine weitere Fallen hat. Wir müssen sofort dorthin. Wie die Welt, die wir nun betreten werden, ist nun ja. Was seltsam im Vergleich zu manch anderen Welten. Und es bleibt keine Zeit mehr für Erklärungen. Los geht's. Also für. Ne, für lange Erklärungen. Prinz Alfred und Prinzessin Charena. Ich nehme an, ihr seid gekommen, um meine Schwester Erika und mich herauszufordern. Ich muss euch warnen, das Band zwischen uns beiden wurde aus dem stärksten Stahl geschmiedet. Frau ihm bitte, solche Worte passen doch gar nicht zu dir. Ihr müsst meinen Bruder entschuldigen. Ich bin Arika, Prinzessin von Rena, ihr müsste gegen euch nicht ins Feld ziehen. Aber ihr seid hierher gekommen, also schlagen wir diese Schlacht. Anstatt uns zu fragen, ob wir wollen. Nee, wem juckt schon die Meinung des Fellmasters? Dem ist die Meinung des Heroin wollen und ein Scheiß wert. Ja. Ich habe auch vor kurzem wieder angefangen, Fire Emblem Echo zu spielen und habe wieder gemerkt, wie geil Mai als Charakter ist, ey. Also, der Schaden, der ist einfach so geil, den sie austeilt. Und dann kann man sie auch noch durch Segen zur Priesterin machen und dann kann sie auch noch mit einem Dunkelschwert angreifen, ey. Ist mega nice. Meiner Meinung nach. So, eure Liebe ist aus dem. Hä? Hier, warum konnte ich kommen? Gerade nicht bewegen, egal. Ja, deren Liebe ist also aus dem tiefsten Stahl. Ja, so sieht man. Richtig krasse Stahl, ne? Okay, wir sind jetzt 7 Minuten im Part und das meiste war Dialoge. Oder dass ich Idiot mich vertippt habe. Und Ladezeiten. Ladezeiten sind für schlechte Zeiten. Na egal. Ich muss zugeben, ihr habt euch hier gut geschlagen. Eika und ich werden uns nun von euch verabschieden. Wir mögen einen Schlag verlieren, aber niemals einen Krieg. Das ist der Grund, warum wir zusammen so stark sind. Unser Band wurde durch schwere Zeiten und auf eine harte Probe gestellt. Wir beide werden das nächste Mal, wenn wir uns treffen, nicht verlieren. Ich habe gerade keine Ahnung, aus welchem Spiel die sind. Und ich muss auch sagen, ich kenne, wenn überhaupt, kenne ich nur die Teile, die nach Fire Emblem Fates kommen. Awakening, da kenne ich nur teilweise die Charaktere. Ja, halt Tarja, Lucina, Crom, Corrin, Darahin. War sonst nicht so wirklich. Silif. Oh, Julia, geht's dir gut? Du solltest dich selbst nicht so sehr unter Druck setzen. Natürlich, mein Lord. Ich meine, mein Bruder, ich danke dir für deine Sorge um mich. Aber wo sind wir hier? Das weiß ich nicht. Aber dieses Reich ist auf jeden Fall ganz anders als Kranwale. Wollen wir wieder nach Hause zurückkehren, müssen wir uns an den Kontrakt halten, dass der es uns gebietet, gegen diese Leute zu kämpfen. Aber mach dir keine Sorge, Julia. Wir werden auf die eine oder andere Weise von dem Kontrakt befreit werden. Das verspreche ich dir. Doch für den Moment müssen wir uns verfügen und kämpfen und unser Bestes geben, um diese Feinde zu besiegen. Selbstverständlich, ich werde mein Bestes geben, geliebter Buch. Also ich finde das immer noch so dumm, dass die Helden, das mit dem Kontrakt finde ich immer noch richtig dumm gelöst. Warum sie gegen uns kämpfen. Jetzt ist wenigstens irgendwas mit Kontrolle übernehmen gewesen oder so. Aber nee. Natürlich musste es so eine Nintendo-Logik sein. Der 53 scheinbar 2. So, Silly wird besiegt. Let's go.
Und dieser geistige auch. New Face. So. Er hatte Zeiten für schlechte Zeiten. Diesen werden wir einheizen. Oh komm, soll ich daraus irgendwann ein Lied machen? Falls ihr, gebt einen Daumen nach oben. Aber welches warmes Licht uns doch. Und doch habe ich das Gefühl, dass wir immer noch an diesen Ort gebunden sind. Vielleicht wird nach dem nächsten Kampf die Stärke obsiegen und werden in der Lage sein, nach Hause zurückzukehren. Ich glaube, dies ist die Zukunft für uns, die für uns vorgesehen ist. So, ewiges Band. Werden jetzt beide Parteien zusammenkämpfen? Das seht ihr ja endlich, wir haben bereits auf euch gewartet. Anscheinend ist auch euer geschwisterliches Band sehr stark. Aber es kann nicht so stark sein wie jenes, das Erika und mich verbindet. Unseres ist so stark, dass einige Narren es sogar wagten, Lügen über uns zu verbreiten. Widerlich. Ephraim, bitte, Sie möchten kämpfen, nicht deiner Tirade zuhören. Bitte entschuldigt ihm nochmal. Also werdet ihr den Kontakt brechen, der uns an sie bindet? Lasst es uns herausfinden. In der nächsten Folge feiern wir Heroes. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, euer 55K. Nicht Spaß. Wir machen weiter. Und es ist, wie ich vermutet habe, die beiden Parteien kämpfen wir zusammen. Ja, Leute, das hätte auf jeden Fall irgendwie was, so ein Ladezeitenlied. Über die Ladezeiten im Spiel. Weil ich kann mich ja nicht über wirklich viel beschweren an dem Spiel. Außer vielleicht diese Ladezeiten halt. Bekommen. Warum kann ich Chrome schon wieder nicht bewegen, Alter? Mensch, diese Chrome-Hater. Ja, da ist Julia. Alter, schlechte Zeiten mit Ladezeiten. Besiegt, ich mag es nicht glauben. Es tut mir leid, Erika. Mein Stolz hat sich als übermächtig erwiesen. Meine Lanze leistet mir normalerweise auch gute Dienste, aber dieses Mal. Bruder, dein Stolz mag dir von Zeit zu Zeit Sicht auf die Dinge nehmen, aber dieses Mal ist es meine Schuld, dass wir verloren haben. Ich bin nicht so stark wie du, daher musstest du meine Schwächen im Kampf ausgleichen. Es tut mir leid. Natürlich passe ich während eines Kampfes auf dich auf, Erika. Das ist aber doch nicht deine Schuld. Ich bin doch schließlich dein älterer Bruder. Ich habe schon auf dich aufgepasst, da waren wir noch nicht einmal geboren. Derzeit darf ich euch wohl unterbrechen. Also, wir alle sind euch zu Dank verpflichtet, denn nun, wir waren viel frei, in unsere Welten zurückzukehren. Sollten wir uns jemals wiedersehen, so müsst ihr erlauben, dass wir uns für eure Freundlichkeit erkenntlich zeigen. Wir können mein Team beitreten, zum Beispiel. Das sehe ich ebenso. Und sollten wir uns wiedersehen, möchte ich euch die Chance geben, meine Lanze erneut gegen euch zu führen. Um zu sehen, wie dienstbar sie dann ist. Erika und ich, wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln und üben, sodass wir wieder zu Hause sind. Oh, Ephraim. Diese netten Leute werden doch hoffentlich unsere Verbündete sein. Und nicht bloß deine Übungspartner. Nun denn, ihr alle lebt wohl. Ich hoffe wirklich, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Und das im besten Sinne. Ja, das war die Nebenquest. So, Geschwisterbande. Alter, was ist da für Namen? Was haben wir hier noch in der Story? War das 3? Oder war das 2? Ah ja, hier Kinder des Lichts, Kinder des Schattens. Dann Schatten und Licht.
Was haben wir hier jetzt? Nebenquest. Familienbande und Geschwisterbande, nee. Wie ist man auf die... Alter, warte. Warum sind die hier so stark? Ist das die Fortsetzung vom anderen Schiff da? Na gut, kann man recht sein. Haben wir ein bisschen schwierigeres Ding ist. Brüder und Schwestern. Geschwistern des Donners, Mut der Zuneigung. Okay, das sind die drei. Verstehe ich das richtig? Die alle sind hier, um zu entscheiden, was... Welches Geschwisterpaar das fähigste aller Paare ist? So ist es. Dieses Reich führt ganz offensichtlich zu unserem Schlachtfeld. Aber warum bin ich dann hier? Ich bin nicht euer Bruder. Und ich nicht deine Schwester. Ich bin Salak, die Kaiserin von Begnion. Die hohe Priesterin. Die Stimme der Göttin. Warte, was ist, wie wische ist, ich lasse nicht zu, dass irgendeine kleine Schwester sich ein höheres Ansehen verdient als ich. Auf einen Kampf. Wo bin ich denn nur wieder reingeraten? Boah, das. Boah, hab keine Ahnung, du. Doch eh nur der Fermatsafka, der hier die Scheiße regelt. Ne? Grüner Magier, der macht mir null Damage. Ja, genau, kein Damage, sondern Damage. Das weiß doch jeder. Alter, Chrome ist einfach so geil. Genau wie Shana. Ich glaube, Shana ist von irgendeinem DS-Teil. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Spiel ist. Ich meine, die scheint ja von der Welt von Radiant zu sein, also die Savvy Roy. Also, boah, keine Ahnung, wie das Fire Emblem ist. Ich habe halt keine Ahnung vor den älteren Fire Emblem-Teilen. Die vor Awakening kommen. Im Sinne von Awakening habe ich keine Ahnung. So, ja, viel Schaden, krass. Alter, krasser Damage. Ja. Ich glaube, weil das Fire Emblem heißt Fire Emblem Radiance vielleicht. Weil wir haben die Welt von Fates, Fire Emblem Fates, halt, Welt von Awakening, Fire Emblem Awakening, Welt von Echoes war es, glaube ich, ne? Ja, doch. Wir feiern mit dem Echoes. Also, warum sollte es das jetzt nicht geben? Du hast uns geschlagen. Nun, ich denke, es wird das Beste sein, im Blick auf die Situation die Niederlage einzugestehen. Schließlich passiert es nicht jeden Tag, dass sich jemand als stärker erweist als Sadaki, Kaiserin von Begnion. Boah, du warst einfach Mädel. Das ist als die Xau in meinem Level. Die hätten wir schon vorher machen können, die Sidequests. Die waren, glaube ich, auch schon vom Anfang an des Spiels dabei, diese zwei. Auf jeden Fall. Na gut. Ich habe mich aber damals dagegen entschieden. Jetzt soll ich mich dafür. Owen, zieh dich zurück. Ich muss dich in Sicherheit wissen, Schwester. Unsere Gegner sind äußerst fähig und wahrhaftig wert, Helden genannt zu werden. Sollte es zum Äußersten kommen kann, ist passiert, dass ich dich nicht mehr beschützen kann. Ja, Bruder, ich weigere mich. Ich werde genau hier bleiben, wo ich bin und wo ich dir helfen kann. Immer schon wollte ich an deiner Seite kämpfen und ich werde meinem Herzen folgen. Ganz egal, was du mir befiehlst. Sieh an, sie an. Meine Schwester ist wirklich zu einer beeindruckenden Frau herangewachsen. Endlich hast du dich dazu entschlossen, deinen eigenen Weg zu gehen. Doch willst du dabei jetzt erstmal an meiner Seite weitergehen? Also gut, auf in den Kampf. Nein, ich wollte mit Chrom vorgehen. So. So, der Ex-Kavalier ist schon mal tot. So, machen wir es so. Ja. Rip. Magier.
Und dieser Reiner wird jetzt auch mal besiegt. Und so wegen Enden hier, Schwestern. Aber hast du es bemerkt? Ihre Stärke, ihre Strategie überwältigen. Ich habe eigentlich nur höher gelevelt als ja, aber okay. Die waren Kontrahenten, die ich so schnell nicht vergessen werde. Jeder einzelne von ihnen war unglaublich eindrucksvoll. Und das Beste, ihr Sieg sollte uns vom Kontrakt befreien, der uns hier festhält. Vielleicht treffen wir sie in einer anderen Welt wieder. Und vielleicht erbitten sie dann, dass wir dort an ihrer Seite streiten. Sollte dies unser Schicksal sein, oh, wünsche ich mir nur eins, Schwester. Du und ich sollten niemals getrennt werden. Alter, der Typ hat wirklich nur von Freundschaft und der Einsamkeit von Prinzessin Veronika geredet. Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, scheiße es. Ah, da seid ihr ja, die Geschwister, von denen man so viel hört. Nun, der Gewinner dieses Wettkampfs der Überlegenheit zwischen Geschwisterpaaren steht einfach frei. Mein geliebter Bruder Eldigan hat allein schon aufgrund seines guten Aussehens den Sieg davongetragen. Er hat die Messlatte für ältere Brüder. Ich, ja, sage ich. Ehre wem Ehre gebührt, Eldigan. Aber dennoch sollten wir das ein für alle Mal festlegen. Okay, Chrome ist der Erste, der hier angegriffen wird. Er entscheidet doch nicht mal hier auf. Wir sind ja schon auf Level 18 gelevelt, ne? Richtig krass. Boah, danke, dass du mich zu deiner Schwester schon führst. Und Chrome heilt. So, Tarja besiegt den Axtkavalier. So, Mai. Auf dich kann ich zählen. Ja, auch Shanna ist auch mal wieder verlassen. Ja, da ging ja schon teilweise schneller als die normalen Kämpfe da. Mit den Level 3 Noobs. Wir haben verloren. Aber zu verlieren. Hat sich mit dir mal so befreiend angefühlt. Ich fühle mich, als ob mir ein seltsames Gewicht von den Schultern genommen sei. Hier zu sein an der Seite meines geliebten Bruders ist alles, was ich mir hier wünschen könnte. Ich hoffe inniglich, dass auch ihr und viele Geschwister für immer. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit der Sonne der Freude. Ihr alle habt eure Stärke bewiesen. Und so senke ich mein Schwert, ein bitterer Moment für einen wahren Ritter. Mein Kodex heißt Pflicht und auch wenn ihr den Kontrakt gebrochen habt, der uns gebunden hat, so empfehle ich genauso ermutigend wie einen Herrn zu verlieren. Was fange ich denn nur damit wie alleine? Eldi, lass uns nach Hause gehen. Weil versprachst du einst in unser Schloss zurückzukehren. Hey, das habe ich wohl getan. Nun, dann wird das wohl mein nächstes Ziel. Reisende, ich danke euch, wenn wir uns das nächste Mal treffen, hoffe ich, dass ich mein Schwert für eure Zwecke ziehen kann. Mensch, ich finde es schade, dass man durch dieses Nebenquest nicht mal wirklich Informationen bekommt, sondern ja, nur, dass man ein bisschen mehr Content hat. Ich meine, man bekommt hier keine Charaktere. Endlich alle Informationen, die ich brauche, stehen hier geschrieben. Und so ging der Gottheit Blut auf den Adel des Königs reicht über. Und es war eine wahrhaft bösartige Gottheit. Selbst nach ihrem Ableben existierte die Gottheit in dieser königlichen Blutlinie weiter. Generationen jener Familie wurden durch die Macht des Blutes zur Marionette der Gottheit. Sie waren machtlos gegen die verderblichen, gegen den verderblichen Einfluss, der sich in ihren Körper eingenestet hat.
Die bösartige Gottheit war unter dem Namen, unter verschiedenen Namen bekannt. Königsfresser, geflügeltes Verderben, der wahrhaftige Dämon. Doch der wahre Gottheit, der wahre Name der Gottheit wurde zuvor niedergeschrieben. Er lautet, was der Text hört hier einfach auf, unvermittelt auf. Endlich besitzt sich das Buch des ehrenmächtigen Bramimond und es verweigert mir die Auskunft. Das Drachentor in dieser Welt befindet sich in Valor und öffnet den Weg in andere Welten. Dort sind also jene, die vielleicht alles aus einem anderen Blickwinkel gesehen haben. Ich brauche mehr Informationen über meine eigene. Ark! Ich muss mich beeilen, nicht nur für mich selbst, sondern auch für Prinzessin Veronika. Es ist an der Zeit. Nein, Lord Raven. Ihr dürft solchen Leuten nicht folgen. Ich flehe euch an, tut es nicht. Der stille Lucius. Wenn ich für sie kämpfe, geben sie mir die Macht, die ich für meine Rache brauche. So lautet der Kontrakt damit. Und ich bin damit einverstanden. Bleib hier und ich werde zu dir zurückkehren. Und Lucius, ist das ein Junge? Das glaube ich eher weniger, ehrlich gesagt. Die ist schon ein bisschen seltsam. Süß. Wahrscheinlich schon irgendwie süß. Aber dass so ein Healer einen Schaden macht auf Chrom, überrascht mich dann schon. So, schieß Raven. Die Musik finde ich immer noch seltsam. Unpassend. Ich würde eher in so einem Freizeitpark reinpassen, aber nicht den Fire Emblem. Uns bleibt also keine andere Wahl, als wegzulaufen wie Feiglinge. Wäre bärmlich. Aber ich kann mich hier nicht töten lassen, nicht bevor ich meine Rache bekommen habe. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Schwertdämon. Oh, und wisst ihr noch, am Anfang des Parts, wo ich sagte, werden das höchstwahrscheinlich in 2-3 Parts durchhaben? Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Hallo, ich sage es nicht gern, aber nun ja. Ich gebe dir diesen Kontrakt fürs. Nee, noch nie gehört, Rebecca. Und dieses verflixte Ding zwingt uns dazu, gegen euch zu. Nein, wirklich! Wow. Aber ich denke, wenn ihr euch als mächtiger weist, dann dürfte alles wieder in Ordnung sein. Also gebt euer Bestes gegen uns, klar. Boah, Mensch. Du bist wahrscheinlich sprich nicht für mich, wobei auch ich darauf bestehe, dass sie alles geben. Mein Schwert ist mein Leben. Nichts ist mir lieber als starke Kämpfer, die da so strecken. Der Kontrakt ändert für mich rein gar nichts. Wir werden kämpfen und ich werde gewinnen. So einfach ist das. Ja. Mensch, die hat uns schon gerade richtig krasse Infos gegeben. So. Hier, das ist für die Informationen. Laninian. Ist ein Charakter, den ich kenne. Ich weiß, wenn ich auf welchem Spiel zu stammen. Aber ich meiner Meinung nach bin durch Tanzen, ne? Ein sehr cooler Charakter. Oder auch Azura, was die ich schon gesucht habe, kann nämlich singen. Das ist genau dasselbe wie Tanzen. Nur, dass das ein Move ist, den nur sie kann. Was schon richtig cool ist. Das war aus was eurer Stärke gezeigt. Ich bin beeindruckt. Danke euch, jetzt kann ich endlich zurück zu Lord Eriwood. Zurück zu Lady Lyndis. Frag mich, ob wir uns jemals wiedersehen werden. Also Raid von fällt von Radiance, weil Eriwood ist doch der Vater von Chrom. Nee, nicht Chrom, Roy. Ja, genau, Roy. Wenn ja, werde ich einen Tanz der Dankbarkeit für euch aufführen. Oh ja, lieben gerne, du. Könntest auch mal im Team beitreten. Das ist schon sehr stark. So. Und das war's für den Part.
Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Denn wir haben noch einiges an Zeitquests zu machen. Das wird uns auch für ein paar Freude machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann ciao. Euer Failmaster FK. Tschüss.